Ja, dann begrüße ich alle recht herzlich zu diesem kleinen Drug-Checking-Seminar hier in der offenen Universität in Berlin. Wir haben ja hier eine Situation wie an einer amerikanischen Elite-Universität. Heißt es ja immer, pro Referent weniger als 10 Zuhörer ist so das Kriterium für eine Elite-Universität, sodass wir also recht gemütlich und intensiv an die Thematik herangehen können. Drug-Checking ist die Methode, durch quantitative wie auch qualitative Analyse von auf dem Schwarzmarkt kursierenden Substanzen die Ergebnisse zu eruieren und zu publizieren, um potenzielle Konsumenten vor besonders gefährlichen Substanzen, insbesondere Pillen, warnen zu können. Und somit ist Drug-Checking ein Beitrag zur Erhaltung von Gesundheit. Drug-Checking hat dabei noch einige Nebeneffekte. Nämlich durch die Publikation von Resultaten von Pillen, in denen etwas anderes drin ist, als was die Verkäufer vorgeben, dass drin sei, haben Falsifikate, also Ecstasy-Fälschungen beispielsweise, kaum noch eine Marktchance. Wenn also jemand Schrott produziert, und dadurch, dass es Drug-Checking-Programme in verschiedenen Ländern gibt, die ersten gab es in den Niederlanden seit 1988, dann in Deutschland von 1995 bis 1996, nämlich in Berlin, dann wurde das von Amts wegen unterbunden, direkt in der Folge dann in der Schweiz bis heute, in Österreich, inzwischen auch in Frankreich, in Belgien, in Spanien. Und wenn irgendwo eine besonders gefährliche Pille auftaucht oder ein Pulver, in dem etwas signifikant anderes drin ist, als was vorgegeben war von den Händlern, dann wird davor gewarnt. Und diese Warnungen erfolgen europaweit gut vernetzt, vorwiegend durch Szeneorganisationen, Drogenberatungen und in einigen Ländern auch durch regierungsamtliche Stellen. Wenn also jetzt eine Pille auftaucht, in der kein Ecstasy drin ist, sondern zum Beispiel MCPP, das ist also ein Metachlorpiperfenylpiperazin, nicht lebensgefährlich, aber unangenehm, und die Pillen mit genauer Beschreibung, das habe ich jetzt hier mal im Bild, Pillenwarnung vom 21. August, dann wird die Pille Vorderseite und Rückseite dargestellt, dann wird genau beschrieben, das Gewicht der Pille, der Durchmesser, die Dicke der Pille, ob sie aufgesetzt oder einseitig oder beidseitig gleich gerundet ist und wo sie aufgetaucht ist und insbesondere wird der Inhaltsstoff beschrieben und Wirkungen und Nebenwirkungen dieses Inhaltsstoffes. Und zwar, was bringt das oder warum machen die eigentlich so Chlorkram oder irgendwas da rein? Wie bringt das was? Das ist nun so, diese Stoffe sind zum Teil in der Literatur beschrieben. Zum Beispiel bei Schalke. Der hat viele Stoffe probiert. Die haben auch eine gewisse psychedelische Wirkung, aber er schreibt daneben, es war halt nichts Besonderes. Solche Stoffe sind deswegen leicht herstellbar, weil die Grundsubstanzen, die man dafür braucht, nicht unter das sogenannte Grundstoffüberwachungsgesetz fallen. Und ein, sagen wir, von der Universität geflogener Professor wegen Geldmangel, der einfach von 145 Euro Renten leben müsste, denkt sich, er hat das nötige Know-how und liest das bei Schalgi, denkt, das kann man herstellen,
dann produziert man das. Aber dieser Chemiker hat eigentlich keine Ahnung vom Psychedelika. Also auch solche Falsifikate sind oft chemisch sauber produziert. Und er denkt sich, wenn Chagin das beschrieben hat, Chagin gilt als eine gute Quelle, dann produziert man das und wirft das auf den Markt. Und da kann man damit ein paar Euros oder ein paar Dollars verdienen. Es ist also nicht unbedingt immer eine böse Absicht, sondern auch eine Unkenntnis der Produzenten. Aber wenn halt dann solche Pillen auftauchen und dann eben die genauen Beschreibungen im Netz auftauchen, dann ist halt die Chance sehr gering, dass er diese Pillen, also in diesem Fall handelt es sich mit dem Rolls-Royce-Symbol, dass diese Pillen noch verkauft werden können. Und seitdem es Drug-Checking-Programme gibt, hat sich das Angebot, zum Beispiel auf dem Ecstasy-Markt, sehr stark verändert. Als wir 1995 angefangen haben, da war etwa die Hälfte aller Pillen enthielt MDMA. Dann gab es ziemlich viele Pillen, die hielten MDE. Das eine ist also ein Ethyl, das andere ein Methyl. Die wirken ähnlich, aber es gibt eben doch gewisse Unterschiede. Und diese Unterschiede kennt man eigentlich auch nur aufgrund der Tatsache, dass es eben möglich war, mit vielen Leuten zu reden, die im Kontext von Partykultur zum Beispiel hier in Berlin in Clubs diese Pillen genommen haben und weil sie eben die Unterschiede vom Inhalt her kannten, also wussten, was sie konsumierten, ganz klar feststellen konnten, MDMA hat eine stärkere empathische Komponente, steigert also mehr das Gefühl für das Einfühlungsvermögen in andere Personen, während MDE eine verstärkte entaktogene Komponente noch hat, das heißt mehr die eigenen inneren Gefühle zu spüren. Man kann nicht sagen, das eine ist besser oder schlechter als das andere. Es sind einfach unterschiedliche Substanzen mit einer unterschiedlichen Wirkung und wer, sagen wir, gemeinsam mit anderen Party feiern will, tanzen will, flirten will, für den ist MDMA eher angesagt. Wer aber eher für sich alleine auf dem Dancefloor, sicher mit anderen, aber vornehmlich seinen inneren Film genießen will, für den ist MDE die geeignetere Substanz. Inzwischen ist MDE weitgehend vom Markt verschwunden. Es gibt relativ wenige Händler, die noch MDE bereithalten. Während also weit über 90, sogar über 95% aller auf dem Markt kursierenden Pillen enthalten heute MDMA. Es gab dann noch einen Stoff, der heißt MDDB, das ist aber weniger für die Partykultur geeignet, sondern mehr für die Psychotherapie, der ist noch stärker entaktogen, also noch mehr das innere Gefühl ansprechend und noch weniger empathogen und der ist praktisch vom Markt verschwunden. Man kann sagen, MDDB, das ist also das Butyl, sonst auch wieder sehr ähnliche Struktur, ist vor allem in Mode gekommen, weil nachdem MDMA verboten wurde und MDE verboten wurde, war das die sogenannte legale, noch nicht unter das BTMG fallende Mittel und deswegen wurde es vor allem so in der zweiten Hälfte der 90er Jahre ziemlich viel angeboten, aber spielt heute auf dem Schwarzmarkt überhaupt keine Rolle mehr. Es ist übrigens interessant in diesem Zusammenhang festzustellen, dass die Politik, Gesetze und Absichten, die in den Gesetzen stehen und die beredet wurden beim Entwickeln von Gesetzen, kaum beachten. Es gab im Betäubungsmittelgesetz, wurde die Möglichkeit eingeräumt, dass der Gesundheitsminister für ein Jahr bei dringendem Bedarf eine Substanz vorläufig in die Anhänge
des Betäubungsmittelgesetzes aufnehmen kann. Und dann hat sich es einfach eingebürgert, weil man nicht die Zustimmung des Bundesrates für eine bestimmte Substanz erlangen konnte, dass man dieses Provisorium einfach mehrfach hintereinander machte. Also der Gesetzgeber wollte eigentlich, dass man für den Notfall das machen kann, aber dass es dann nach spätestens einem Jahr durch den Bundesrat bestätigt werden muss. Veränderungsverordnung für die Anhänger des Betäubungsmittelgesetzes. Und das wurde dann einfach umgangen, indem man das einfach Jahr für Jahr hintereinander immer provisorisch wieder für ein Jahr verboten hat. Da merkt man einfach, wenn es um Betäubungsmittel geht, dann halten sich die Politiker ziemlich oft nicht an die gesetzlichen Vorgaben. Ein weiterer Punkt, der sehr interessant ist, durch die Veröffentlichung der Pillenlisten oder heute durch die Veröffentlichung von Pillenwarnungen und Pillenlisten im Internet, steigt das Interesse an der Pharmakologie. Das heißt, es ist oft der Einstieg für junge Konsumenten, sich intensiver mit der Materie zu beschäftigen. Und es ist auch seitdem, vor allem im Internet, man die Möglichkeit hat, kostengünstig, sehr viel billiger als Fotokopien machen, die Bilder der Pillen in Farben zu publizieren, hat man eine doppelte Assoziation, weil die Symbole auf diesen Pillen sind nicht nur Symbole, sondern für viele Leute sind das weit mehr. Man könnte fast sagen, es ist so etwas wie eine Ikone. Das heißt, es ist ein Zugang über die Gefühlsebene. Und die Daten, die bei dem Bild stehen, Milligramm, Milligramm Wirkstoff, der nicht drin sein sollte und ähnliches mehr, Gefahrenpotenziale, das sind rationale Momente. Man verknüpft also die emotionale Ebene mit der rationalen Ebene und erreicht dadurch auf zwei Ebenen die Konsumenten. Und das führt dazu, dass sie dann die Links nutzen für weitere Informationen. Also gerade durch die Drug-Checking-Programme und die damit verbundenen weiteren Informationen haben einen wesentlichen Beitrag geleistet, dass sich heute viel mehr Leute relativ gut auskennen über die Wirkungsweise bestimmter Substanzen als, sagen wir, vor 10 oder 15 Jahren. Also es gibt, ja bitte? Die Regierung oder so, die haben davon aber gar nicht so den Vorteil, nicht? Weil im Grunde viele Gifte sind nicht drin oder machen die so oft einen Fehler, dass sie da so Scheiße reinpunschen oder ist es eher also Frage, ob Fehler oder nicht Fehler, weil bei der Herstellung von NDMA kann ja auch was schief gehen und dadurch dann Stoffkombinationen und so richtig vielleicht. Ich meine, wir könnten sie nicht machen in Berlin, könnten wir sie nicht machen, oder? Weil es verboten ist. So. Es ist nicht verboten. Es ist also so, wir haben Drug-Checking gemacht. Von Februar 1995 bis September 1996 hier in Berlin. Die Staatsanwaltschaft hat anderthalb Jahre ermittelt, hat nach anderthalb Jahren wegen Gefahr in Verzug im Gerichtsmedizinischen Institut der Charité von der Humboldt-Universität eine Hausdurchsuchung gemacht wegen Gefahr in Verzug. Nach anderthalb Jahren ermitteln, Gefahr in Verzug, ohne Durchsuchungsbefehl, weil sie hätten auch nie einen von den Richter gekriegt dafür. Die Professoren, das war vor allem der Professor Prax, der das gemacht hat, ein sehr guter Pharmakologe, sehr gut gearbeitet, der war völlig entsetzt, gemeint, dass er hätte seine ganze DDR-Zeit sowas nie erlebt, also das hätte sich nicht mal die Stasi getraut, eine Hausdurchsuchung ohne Durchsuchungsbefehl im Gerichtsmedizinischen Institut zu machen. Dann kam das vor Gericht,
Amtsgericht, Landgericht. Beide Gerichte konnten in den Beschuldigungen der Staatsanwaltschaft kein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz erkennen und haben die Eröffnung eines Hauptverfahrens abgelehnt. Und das Land Berlin musste den Beschuldigten von Even Rave e.V. Berlin die entstandenen Auslagen ersetzen. Es ist also nur dem Steuerzahler teuer zu stehen gekommen. Und daraufhin hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte den gerichtsmedizinischen Instituten in Deutschland verboten, seriell von 10er-Organisationen Proben zur Analytik entgegenzunehmen. Das heißt, gesetzlich könnte man Drug-Checking machen, aber die Erlaubnis, nicht jeder braucht ja eine Erlaubnis gemäß Betäubungsmittelgesetz für den Umgang mit Betäubungsmitteln, die wurde dann für die gerichtsmedizinische Institute eingeschränkt. Nun, wir haben das natürlich geahnt, dass so etwas passieren wird und haben deswegen Even Rave Schweiz gegründet. Das ist jetzt genau 10 Jahre her. Und als in Berlin dann, also im September nach dieser Hausdurchsuchung, die Charité die Untersuchung für uns einstellen musste, hat das Pharmazeutische Institut der Universität Bern, seinem Professor Brenneisen, die Proben entgegengenommen von Even Rave Schweiz. Das war dann 1996, da war der Verein schon gegründet und wir kennen uns personell schon sehr lange und arbeiten seit Jahren schon vorher und auch heute noch gut zusammen. Und es war natürlich für die Behörden in Deutschland recht ärgerlich, als sie merkten, dass im Oktober und im November des Jahres 1996 immer noch Pillenlisten rauskamen. Die sahen ganz genau gleich aus. Der einzige Unterschied, dass vorne nicht mehr drauf stand, herausgegeben von Even Rave e.V. Berlin, sondern da stand eben herausgegeben von Even Rave Schweiz. Und ansonsten hat sich am Layout und am Inhalt und am Text überhaupt nichts geändert. Das war also sozusagen ein kleiner Schritt in Richtung Globalisierung und es hat erheblichen Druck sogar von Deutschland auf verschiedenen Ebenen gegeben, das zu verhindern. Und das war eigentlich recht lustig, weil als dann das in den Schweizer Medien kam, also die Universität Bern und Even Rave und wie in Deutschland, und ja, ich muss sagen, wir haben in Bern schon kurz vorher angefangen, damit das eben schon eingespielt ist, also seit Sommer 1996 hat Professor Brenneisen die ersten Proben entgegengenommen, wobei, das ist interessant, die Kontakte entstanden am 90. Geburtstag von Albert Hofmann, da haben wir zusammen gefeiert in Basel und da war immer der Professor Brenneisen und der Roger, des Präsidenten in Berlin, Schweiz und auch Begründer des Nachtschattenverlages und ich. Und wir haben uns dann da unterhalten und haben da eigentlich abgesprochen, dass wir dieses Drug-Checking-Programm in der Schweiz machen wollen. Und da waren halt auch Vertreter vom Bundesamt für Gesundheit aus der Schweiz. Also es ist eigentlich am 90. Geburtstag von Albert Hofmann ist das, ja, sind die technischen Abwicklungen und Genehmigungsverfahren für das Drug-Checking in der Schweiz abgesprochen wurde. Und sind viele Unterschiede zwischen Berliner Pillen und Schweizer Pillen? Oder? Sie sind relativ gering. Also die Pillen sind in der Schweiz etwas teurer, wie alles andere auch, aber die Pillen sind in der Schweiz auch höher dosiert, also im Schnitt zwischen 10 und 15 Milligramm. Wobei die Pillen, die von 10er-Organisationen zur Analytik eingereicht werden, im Schnitt höher dosiert sind als die Pillen, die
Polizei beschlagnahmt. Das heißt, es sind vor allem Leute, die Interesse haben, es sind auch Händler dabei, die ihre PIN analysieren lassen, damit sie einfach wissen, was sie ihren Leuten weitergeben. Und es sind halt die Leute, die sich seriöser mit der Materie beschäftigen, die PIN analysieren lassen und die achten eben auch mehr auf die Qualität der Produkte, die sie konsumieren. Die stärksten Qualitätsunterschiede gibt es innerhalb von Österreich. Also in Wien, das ist der Verein Wiener Sozialprojekte, und das Projekt heißt Check It und die Internetseite dazu checkyourdrugs.at. Und in Wien sind die Pillen zum Beispiel signifikant niedriger dosiert als in Innsbruck. Also Innsbruck hat ähnliche Qualitäten wie Deutschland, ein bisschen minderer als in der Schweiz, aber Wien hat wesentlich geringer dosierte Pillen. Das liegt vermutlich in der Nähe zu den früheren Ostblockstaaten und dass da anders produziert wird. Die haben andere Lieferantenkanäle als hier in der Bundesrepublik oder eben in der Schweiz. Auch in Frankreich sind die Pillen im Schnitt relativ gut dosiert. Es gilt auch für Spanien. Wobei seit dem Jahr 2000 eine deutliche Verbesserung sowohl der Qualität, das heißt der Reinheit, wie auch der Dosierung. Das heißt, die Dosierungsschwankungen sind geringer geworden und sie sind auch leicht angestiegen. Den stärksten qualitativen Einbruch gab es in der zweiten Jahreshälfte 1997 bis, die dauerte etwa bis März, April 1998. Und das ist eine Konsequenz der Politik gewesen. Nach Einführung des Grundstoffüberwachungsgesetzes, in der Schweiz heißt das Vorläuferverordnung, also Verordnung über die Vorläufersubstanzen, und da gab es halt in allen Ländern solche neue Gesetze. Und 96, 97 wurden vor allem auf dem Balkan größere Mengen PMK, es handelt sich da um etliche Tonnen, beschlagnahmt. Und PMK ist eine Vorläufersubstanz, die man braucht, um Ecstasy herzustellen. Das heißt, die Ecstasy-Produzenten waren im Sommer 1997 vor der Situation gestellt, entweder die Produktion einzustellen oder was anderes anzubieten. Und verfügbar war Amphetamin. Also gab es auf einmal Pillen, die enthielten relativ wenig MDMA oder gar kein MDMA, aber Amphetamin oder zum Teil sehr viel Amphetamin oder nur Amphetamin. Dies hatte zur Folge, dass Millionen junger Drogenkonsumenten in ganz Europa und auch in Übersee aufgrund dieser neuen gesetzlichen Regelung keine Gefühlsdroge gekriegt haben, sondern ein Aufputschmittel. Speed. Dies hatte nicht nur Auswirkungen auf das Konsumverhalten, sondern dies hatte auch Auswirkungen auf das Partygeschehen. Die Partys wurden hektischer. Auf Speed kann man mehr trinken als auf Ecstasy. Es wurde mehr Alkohol konsumiert. Es wurde vor allem im kommerziellen Bereich, wurden die Partys weniger friedlich. Die Clubs mussten mehr Türsteher anstellen. Wie lange war denn die Zeit so? Die Zeit war eigentlich von, kann man sagen, Juli, August 97 fing das an und sagen wir April, Mai 98 hat sich die Deregulation vom Ecstasy-Markt erholt und ab ja, Mai, Juni 98 gab es dann
eigentlich über 90% in den Gilden enthielten nur noch MDMA. Ein Jahr lang gab es quasi kaum Ecstasy. Es gab schon, aber es war also ungefähr die Hälfte der Pillen enthielt nur noch Ecstasy und die andere Hälfte enthielt Speed und andere Stoffe. Und ich denke, wenn wir nicht Drug-Checking gemacht hätten und wenn die Holländer nicht ein flächendeckendes Drug-Checking-System, das heißt DIMS in den Niederlanden, das ist ein nationales Drug-Monitoring-System mit dem Untersuchungslabor, das heißt Delta-Labor, das ist in Utrecht, wenn die also nicht das regelmäßig untersucht hätten, wäre das nie an die Öffentlichkeit gekommen. Aber so ist ganz klar der Nachweis, dass das heutige Problem, dass viele Drogenberater und auch Politiker klagen, dass viele junge Leute auf Speed und eben auch auf Methamphetamin sind, das ist eine Folge der Politik. Das ist nicht ein Trend, den sich die Jugend ausgesucht hat, sondern sie wurden wirklich durch politische Maßnahmen auf diese Drogen gedrängt. Sie wollten eigentlich eine Gefühlsdroge und enthielten eine Leistungsdroge. Hinzu kam McGuffery, das ist ein US-Amerikaner und der war, wurde, was hier die Bundesdrogenbeauftragten waren und sind für die USA. Und der hat irgendwie festgestellt, Methamphetamin, das ist ja Hitlers Wunderdroge. Und ist um die ganze Welt gereist und hat also da erstens mal die DEA und Drogenpolitik der USA, also den Leuten aufgedrängt und sie sollten mehr machen und hat Pressekonferenzen gegeben und also vom Spiegel über Süddeutsche bis Neue Zürcher Zeitung und Tagesanzeiger in Zürich konnte man Überschriften lesen, wie auch in zahlreichen ausländischen Zeitungen aus England oder Frankreich. Hitlers Wunderdrogen oder Hitlers Supergift erobert unsere Diskotheken. Herkunftsort wurde angegeben, sei Thailand. Was zum Teil auch stimmt, in Thailand wurden sogenannte, vor allem rötliche Pillen hergestellt und dort heißt das Yaba und es hieß also, eine neue Droge würde also das europäische Abendland heimsuchen. Dies hatte zwei Folgen. Erstens eine Verunsicherung in der Szene. Und es hat viel Mühe gebraucht, die Leute darüber aufzuklären, dass Methamphetamin genau das gleiche ist wie der Stoff oder das Medikament Ritalin, das in Arzneimittelpackungen bis 1988 in Deutschland auf Rezept in jeder Apotheke zu haben war und das auch heute noch gemäß Betäubungsmittelverschreibungsverordnung und gemäß Anlagen des Betäubungsmittelgesetzes ein verschreibungsfähiger Stoff ist. Und für welche Krankheit oder für welche? Also ursprünglich wurde Pervitin vor allem empfohlen für Krankenhauspersonal für die Nachtwache. Das heißt, abends und nachts eine oder zwei, das waren 3 Milligramm Tabletten Pervitin und dann passieren dem Personal in Krankenhäusern weniger Fehler, weil sie einfach wacher sind. Dann wurde Pervitin vorwiegend von Lastwagenfahrern konsumiert. Im Dritten Reich wurde Pervitin sehr viel eingesetzt für die Armee. Es gab Sonderbezugsrechte ohne Verschreibungspflicht für das Militär. Heute gibt es eine sehr nahe verwandte Substanz von Pervitin, die heißt Ritalin. Es sind die gleichen Atome, nur ein bisschen anders zusammengebaut, aber sie haben das gleiche Atomgewicht. Sie reagieren chemisch sehr ähnlich und heute wird Ritalin zum Beispiel
Eigentlich nur. Zu Zehntausenden, zu Hunderttausenden in der ganzen sogenannten christlich-abendländischen Wertegemeinschaft an junge Kiddies verfüttert, die die sogenannten Zappelphilippe oder die das ADS-Syndrom haben, also Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, und die kriegen Ritalin. Und das ist also sehr schwierig, irgendwie Schülern zu erklären, warum jetzt Methamphetamin so ungemein gefährlich sein soll. Und ein sehr ähnlich wirkender Stoff, der genau die gleichen Neurotransmitterkanäle beeinflusst, völlig ungefährlich sind und über Jahre hinweg Schülern verabreicht werden kann. Und das Zweite, was diese Hitler-Wunderdroge und Methamphetamin-Kampagne ausgelöst hat, es gibt eine zum Glück recht kleine Minderheit, die findet alles, was Hitler gut fand, heute noch gut. Rechtsradikale. Und es war wirklich zu beobachten, dass direkt nach dieser Kampagne von McGaffery, vom US-Drogenbeauftragten, in der rechten Szene, in der rechtspolitischen Skinhead-Szene, der Methamphetamin-Konsum rapide zugenommen hat. Und damit auch zu einer gewissen Radikalisierung der Szene beigetragen hat. Also, das verdanken wir der US-amerikanischen Drogen- und Außenpolitik. So machen die ihren War on Drugs. Interessant ist vielleicht dabei zu erwähnen, das hat auch mit Drug-Checking zu tun. Wir haben das analysiert und es gibt noch eine zweite Substanz, die dem Methamphetamin sehr ähnlich ist. Die heißt Metcatinon. Und zwar, wenn man Ephedrin einmal oxidiert und einmal reduziert, das sind also so Spiegelverfahren, kann man sagen, in der Chemie, gibt es im einen Fall Methamphetamin und im anderen Fall Metcatinon. Und die Sowjets, die haben Metcatinon, das hieß auch Methedron als Medikament, für ihre Armee eingesetzt. Das heißt, der Zweite Weltkrieg an der Ostfront war eigentlich ein chemischer Krieg auf einer bestimmten Ebene. Die einen haben Methamphetamin genommen, um durchzuhalten, und die anderen haben Methcatinon zum Durchhalten gebraucht. Das war interessant, da war hier in der Bundespressekonferenz ein Herr vom INCB, International Narcotic Control Board, also von dieser UNO-Drogenkontrollbehörde, und hat da also eine sehr gescheite Konferenz abgehalten mit dem Jahresbericht und behauptet, es gäbe keine wissenschaftlichen Unterschiede und Untersuchungen zu Methamphetamin und Metcatinon. Und es waren da also ein paar Leute da von Eclipse und von Yvette Rave und vom Verein für Drogenpolitik. Und wir haben den so richtig in die Zange genommen. Und er war ziemlich in der Klemme, als wir also militärwissenschaftliche Studien, unter anderem, da gibt es sehr gute Studien von der Militärwissenschaftlichen Akademie der Deutschen Demokratischen Republik in Verbindung mit der Humboldt-Uni. Die haben da also zur Drogenforschung sehr gut geforscht und da also ziemlich viel publiziert, auch in Fachjournals. Und Metcatinon wirkt noch länger als Methamphetamin, noch intensiver. Und es ist also vermutlich sicher nicht der einzige Grund, aber doch sicher für einige Teilbereiche ausschlaggebend gewesen, dass die Sowjets auf Metcatinon mehr ausgehalten haben, weniger Schlaf brauchten und länger kampfbereit waren als die Wehrmacht. Also, War on Drugs, man könnte auch manchmal sagen, War with Drugs, weil es geht um Drogen und Krieg in vielen Bereichen, auch heute,
heute etwas, heißt es eigentlich eher in den USA oder auch in Israel, Drugs After War. Obwohl also die GIs, die in Afghanistan oder im Irak rumflogen, die haben ja auch amphetaminartige Produkte bekommen, um die Kampfeslust zu steigern und das Konzentrationsvermögen zu erhöhen. Völlig unverständlich, dass man dann behauptet, man könne da wirklich Auto fahren. Wobei, in Deutschland, das ist auch nett, wer Amphetamin im Blut hat, ist gemäß Paragraf 24 Straßenverkehrsverordnung nicht verkehrstauglich. Aber Methamphetamin haben sie vergessen. Das heißt, wenn du eine Nase Crispel schluckst und setzt dich ins Fahrzeug und du wirst erwischt, dann darfst du deinen Führerschein behalten. Wenn du aber eine halbe Stunde fährst, weil Methamphetamin wird im Körper auch zu Amphetamin reduziert und erst nach einer halben Stunde erwischt wirst, dann verlierst du deinen Führerschein. Also immer noch 18. Aber, nee, deswegen hast du trotzdem Amphetamin. Aber, wenn du die Blutentnahme verzögerst, aus irgendwelchen Gründen, das heißt, du wirst um 14 Uhr erwischt und es wird um 17.30 Uhr eine Blutprobe gemacht, dann hast du natürlich um 17.30 Uhr Amphetamin im Blut. Aber wenn du auch noch Methamphetamin im Blut hast, dann hattest du zum Tatzeitpunkt vermutlich noch kein Amphetamin im Blut. Also, wer auf Crystal Auto fährt und die Blutentnahme hinreichend und genügend verzögern kann, der kann seinen Führerschein behalten. Das gilt nicht für Amphetamin, das gilt nur für Methamphetamin. Eine Skurrilität, die auch am letzten Verkehrssicherheitstag in Goslar, der war vor gut eine Woche, 10 Tage, besprochen wurde, und der Gesetzgeber wurde da auf verschiedene Sachen aufmerksam gemacht, unter anderem auch die sogenannte Null-Promille-Grenze, wo ja das Bundesverfassungsgericht schon zweimal Einspruch erhoben hat, dass das verfassungswidrig sei und müsste die Verkehrsuntüchtigkeit nachweisen und nicht irgendwie irgendeine Substanz im Blut, und darum müssen da Grenzwerte her wie bei Alkohol. Und Drug-Checking spielt also auch juristisch immer eine größere Rolle. Das heißt, auch ein Konsument muss deshalb wissen, was er eigentlich konsumiert. Zum Beispiel, als eben eine Knappheit von PNK und somit von Ecstasy auf dem Markt war, gab es ein paar oberschlaue Ecstasy-Produzenten, die haben da Atropin reingesteckt. Atropin ist halluzinogen, aber die Wirkung von Atropin ist sehr anders als die von Ecstasy. Und vor allem Atropin, die Wirkung setzt langsamer ein und sie dauert länger. Wenn jetzt also jemand das glauben soll, er nimmt eine E und die wirkt nur schwach, dann nimmt er noch eine und am nächsten Morgen, wenn er mit dem Auto nach Hause fahren, aber eine fette Ladung Atropin abbekommen, der ist absolut nicht verkehrstüchtig. Wenn das auf dem Land passiert, wo es ja so ganz komische Gesetze gibt, dass irgendwie Clubs auf dem Land um 5 Uhr morgens schließen müssen oder um 4 Uhr oder wann auch immer, je nach Bundesland oder Bezirk, wo die Leute nur mit dem eigenen Fahrzeug hin- und wegfahren können, weil der erste Bus da erst um 7.30 Uhr vorbeifährt. Also, wenn man schon erkennt, dass nach Disco-Veranstaltungen häufig Verkehrsunfälle passieren, dann müsste man die Schließungszeiten von der Logik her einfach so einrichten, dass die Leute mit öffentlichen Verkehrsmitteln von dem Ort wieder weg können. Aber so weit können Politiker nicht denken. Sie beklagen die Toten, weil Leute alkoholisiert und unter Drogen vom Club wegfahren. Aber sie lassen es nicht zu, dass der Club dann so lange offen hat, bis wieder öffentliche Verkehrsmittel. Voller Widersprüche, die Politik. Und deswegen ist eben Drug-Checking und die Information, die damit zusammenhängt, über Drogenwirkung nicht nur
direkt gesundheitlich, pharmakologisch für den Einzelnen von Interesse, sondern auch für die Begleitpersonen, wenn sie im Auto sitzen, und für den Fahrer oder die Fahrerin, dass sie wissen, was habe ich genommen, wie lange wirkt das und bin ich vergesstüchtig. Und wenn es ihnen nicht klar ist, wenn man die Leute nicht informiert, wie lange es etwas wirkt, wie lang sind die Abbauzeiten für bestimmte Substanzen, wie viel Stoff ist in der Pille oder ist in dem Pulver, dann erhöht sich die Unfallgefahr. Die beste Prävention ist immer Aufklärung. Ja, bitte? Ich habe eine Frage. Wenn Sie Bluttests machen, also von der Polizei, und da werden ja alle möglichen Stoffe unabhängig von dem Verdacht geprüft. Ja. Zum Beispiel auch Opiate. Ja. Dann hat man ein Mohnbrötchen gefuttert, nur als Beispiel. Ja. Dann sind Opiate im Blut nachweisbar. Ja. Ist also eigentlich dann wieder sozusagen der ermittelnde Beamte gefragt, was der davon hält. Das ist auch ein Thema, das die besten Anwälte und Verfassungsrechtler beschäftigt. Also wenn man sich da genauer informieren will, dann empfehle ich www.yes.aidshilfe.de oder kannst du nachher aufschreiben, oder www.triomedia.de/yesjournal. Yes ist eine Vereidigung, Junkies, Ehemalige und Substituierte. Die geben ein sehr gutes Journal raus, die haben eine sehr gute Homepage und da findet man jede Menge Berichte, medizinische Berichte, juristische Berichte eben zu dieser Frage. Es ist ein Problem. Es gibt Leute, die haben ihren Führerschein verloren, weil sie 3 Stück Mohnkuchen gegessen haben und sich an Steuer gesetzt haben und müssen prozessieren. Und das kann den Staat teuer kommen. Also jemand, der offensichtlich aus einem Umfeld kommt und der absolut gesund ist, keine Einstiche hat und nichts und als Lastwagenfahrer berufstätig ist, Mohnkuchen ist sättigend, ist gesund und es ist auch nicht so viel Opium drin, dass man davon irgendwie Meschugge wird oder fahruntüchtig wird. Der verliert seinen Job, der verliert vielleicht sein Heim, weil er nicht mehr die Raten für sein Häusle zum Abzahlen, das heißt, es kommt eine Familie in Not. Und wenn jetzt ein höchstrichterliches Urteil ihn freispricht, dann muss die Gesellschaft allen Schaden ersetzen. Und das kann teuer werden. Aber also, warum können die nicht die, also wenn ein Mohnbrötchen hat, das genau die gleiche Substanz, aber auch Menge. Aber ja, es ist eben die sogenannte Null-Promille-Grenze im Gesetz, die gemäß Bundesverfassungsgericht verfassungswidrig ist. Das wird doch ein riesiger Unterschied sein zwischen richtigen Opium. Ja, die sagen halt auch mehrere Stunden danach, wenn die Substanz im Blut nachweisbar ist, dann ist jemand fahruntüchtig. Nicht auch jemand, der eine fette Bon raucht und am nächsten Morgen ans Steuer sich setzt, hat eben noch Spuren vom THC im Blut, weil das wird nicht von einer Stunde auf die andere abgebaut. Und dann sagt man, das ist ein Drogenkonsument, der ist nicht fahrtüchtig, der muss zur MWU und der Führerschein muss weg. Und das ist eben auch dann beim Mohnbrötchen essen, der kann 10-mal beteuern. Er hat nie Opiate konsumiert, sondern eben Mohnbrötchen gegessen. Ich habe da noch eine Frage. Ich habe einen Artikel von dir gelesen, ich weiß jetzt nicht welchen, und da hast du dich bezogen auf ein Gutachten von einem Rechtsanwalt Körner, der auch dieses bei diesen Drogenkonsumräumen auch so ein ganz ausschlaggebendes Gutachten erstellt hatte. Ich weiß jetzt nicht mehr, worum es in diesem Gutachten ging, aber das wollte ich fragen, worum ging es in diesem Gutachten von diesem Körner bezüglich des Drug-Checkings? Also
Das sind zwei Gutachten. Körner hat einerseits ein Gutachten gemacht zu den Drogenkonsumräumen, wobei, sagen wir, das Hauptgutachten dazu hat der Peter Lindler, der war Drogenjustiziar in der Freien und Hansestadt Hamburg. Und der hat das Gutachten für die Hamburger gemacht, die zwei kennen sich. Und die haben auch beide schon für Event Rave Workshops gemacht. Und der ausschlaggebende Punkt, warum Drogenkonsumräume von der damaligen CDU, CSU, FDP-Regierung mit Zähneknirschen geduldet wurde, ist, dass im Betäubungsmittelgesetz steht, wer Gelegenheit verschafft zum unbefugten Konsum, macht sich tralala strafbar. Nun ist aber aus verfassungsrechtlichen Gründen in der Bundesrepublik der Drogenkonsum nicht strafbewehrt. Er ist nicht verboten. Es gibt keinen unbefugten Drogenkonsum. Jeder ist zum Konsum berechtigt. Nur die Vorbereitungshandlungen zu dem Drogenkonsum, wie der Erwerb und der Besitz, sind strafbewehrt, wobei auch das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, die Vorbereitungshandlungen für den unmittelbaren Konsum sind auch nicht zu ahnden, weil wenn der Konsum nicht geahndet werden darf, dann darf die Vorbereitungshandlung zum unmittelbaren Konsum auch nicht geahndet werden. Und aufgrund dieser Tatsache, dass es eben keinen unbefugten Konsum gibt, hat damals Seehofer, Gesundheitsminister, und Eduard Lindner, Bundesdrogenbeauftragter, kein Versuch unternommen, auf juristischer Ebene in Frankfurt oder in Hamburg oder auch in Hannover die Drogenkonsumräume zu schließen. Was das Drug-Checking anbelangte, da ist also das Gutachten von Körner, der hat immer noch ein Restrisiko für die Drogenberater übrig gelassen. Das heißt, die Drogenberater mussten im Zweifelsfall mit juristischen Konsequenzen rechnen, aber er meinte, dass also die Wahrscheinlichkeit, dass sie vor Gericht verlieren, sehr gering sei, und damit hatte er auch recht. Also hier in Berlin, das Gericht hat sich voll den Rechtsgutachten angeschlossen. Also unser Gutachten war von Cornelius Nestler, der ist heute Strafrechtsprofessor in Köln und ist auch, sagen wir, nicht hauptamtlich, aber nebenamtlich auch Verfassungsrechtler und einer der Koryphäen auf diesem Fach. Und also auch die Gerichte haben sich da voll dieser Situation angeschlossen. Das Einzige, was die Bundesregierung gemacht hat, als das sogenannte Drogenkonsumraumgesetz, das Fixerstubengesetz, das war, glaube ich, im Jahr 2000 dann in Kraft gesetzt wurde, mit der dritten Betäubungsmittelgesetzänderung, mit dem dritten Betäubungsmitteländerungsgesetz heißt es genau, da haben sie reingeschrieben, dass in Drogenkonsumräumen kein Drug-Checking durchgeführt werden darf. Das ist das erste Mal, dass das Wort Drug-Checking in einem deutschen Gesetzestext vorkommt. Also alle Erkenntnisse hat die Regierung dazu genutzt, um Drug-Checking zu verhindern. Die ältesten Drogenkonsumräume, außer in den Niederlanden, wo es schon einen vom Junkie Bond gab, der etwas älter ist, gab es in der Schweiz in Bern. Das war, ich glaube, 1984. Also sehr früh. Und da war es absolut üblich. Und es war kein politisches Thema, sondern von den Gesundheitsbehörden und der Betreibergesellschaft, das ist die Stiftung Kontakt in Bern, die ersten Spritzenaustauschprogramme durchgeführt hat in Bern und die erste Fixerstube in Bern eröffnete. Und das war kein Diskussionsthema, weil man weiß, dass die Schwankungen des Gehaltes an Heroin mit einer der Hauptursachen
für Todesfolge nach dem Konsum ist, dass die Substanzen untersucht werden und die Leute informiert werden, was darin ist. Es ist also wirklich absolut kontraproduktiv, was hier einige Gesundheitsbeamte in den Ministerien machen. Ein Beispiel soll das aufzeigen, wie es hier in Berlin aussieht. Eine gemeinschaftliche Untersuchung der drei Universitäten, Freie Universität, Humboldt-Universität und Technische Universität, hat in den Jahren, ich glaube, 98, 99 bis 2000, in diesem Zeitraum, alle Obduktionsberichte von Verstorbenen aufgrund von übermäßigen Drogenkonsums genauestens analysiert und zum Teil auch die Analysen selbst durchgeführt und Spezialanalysen durchgeführt. Und dabei hat man festgestellt, dass vor allem im Zusammenhang mit Kokain die Leute nicht primär an der Wirkung des Kokains verstorben sind. Um es dazu sagen, es handelt sich vor allem um Todesfälle nach intravenösem Konsum, sondern um das Streckmittel Lidocain oder auch in geringerem Maße Tetracain. Die sind beides Substanzen, die frei verkäuflich, ohne Rezept, in jeder Apotheke auch heute noch zu haben sind. Wofür werden die eingesetzt? Also Lidocain gibt es in Pulverform, ich glaube 20% Lidocain und dann noch verschiedene andere Substanzen. Bei der Gürtelrose, da kriegt man Hautschmerzen. Also als Lokalanästhetikum. Und wenn jemand eine Gürtelrose hat, damit er also besser schlafen kann und sich nicht ständig kratzt und diese Pusteln da aufkratzt, gibt es also so Puder und je nachdem, wenn es kräftig ist, nicht nur das T-Shirt, sondern eine leichte Bandage rundherum und ist eigentlich ein ganz normales Medikament. Oder dann gibt es das auch in Salbenform und wie zum Beispiel bei schmerzhaften Hämorrhoiden gibt dann so Spezialtuben mit so einem langen Stiel, wo schon mal seitlich Löcher sind und das wird anal eingeführt und ist schmerzlindernd. Und es ist natürlich kein großes Grundstück aus diesen Medikamenten, das Lidocain wieder zu extrahieren und dem Kokain beizumengen. Also was macht das für einen Sinn? Also, es ist billiger. Aber ich meine, der Drogenhändler verdient mehr dran. Aber wenn ich Drogenhändler bin, dann habe ich meinen reinen Stoff und dann, ich weiß nicht, ich Koffeintabletten könnte ich mir vorstellen, dass es billiger ist. Und wenn sie, oder Traubenzucker, keine Ahnung, das verstehe ich. Also, die verschiedenen Sätze Traubenzucker immer, aber. Nee. Es ist, erstens einmal hat es eine lokal anästhetische Wirkung, ja. Lidocain. Und Kokser machen sehr oft die sogenannten Zungentests, das heißt, Finger kurz auf das Powder und hier auf das Zahnfleisch und einmal mit der Zunge drüber und dann nach ein paar Sekunden mit dem Finger drauf und dann spürt man sehr genau, es hat eine lokal anästhetische Wirkung, wie auch Kokain. Mhm. Und dann gehen die Leute von der Annahme aus, das ist hochprozentiges Kokain, es betäubt und kaufen es. Nicht mit Traubenzucker wäre halt der lokal anästhetische Effekt nicht so groß, denken sie, oh, das ist gestreckt, zahle ich weniger. Hätte man das war nachdem wir schon Drug-Checking in Berlin gemacht hätten. Nach den ersten Warnungen, es war wirklich bekannt, dass Lidocain eine Rolle spielt, die Obduktionsberichte sind den Behörden bekannt, hätte man das Drug-Checking-Programm ausgeweitet und eine Kampagne gemacht. Vor allem beim intravenösen Konsum ist darauf zu achten, dass da kein Lidocain drin ist. Und ich meine, wenn der Drogenhändler das weiß, dass es letal endet, die meisten Drogenhändler wollen ja nicht Mörder sein oder verantwortlich für fahrlässige Tötung, sondern die wollen entweder Geld verdienen, viele wollen ja auch nur eine Dienstleistung erbringen. Man muss ja wissen, ein Großteil der Drogenhändler ist ja nicht aus dem Willen Drogenhändler geworden, weil man da viel Geld verdienen kann, sondern ein Großteil der Drogenhändler sind diejenigen, die zum Beispiel in der Schulklasse halt die ersten waren, die
Ecstasy oder LSD oder Zauberpilze oder Haschisch gekriegt haben. Und wenn man halt mit den Freunden was zusammen konsumiert, dann fragt halt der Freund, ey, kannst du mir nicht was mitbringen? Und dann kauft er halt bei seinen Händlern nicht nur für sich, sondern auch noch für zwei Klassenkameraden. Und so sind eigentlich die meisten Drogenhändler in ihre Situation reingerutscht, weil sie halt in einer bestimmten Gruppe, in einer bestimmten Clique halt die Ersten waren, die den Kontakt hatten und darum eben auch Freunden und Bekannten was abgeben. Also viele Drogenhändler haben eigentlich überhaupt keine kriminellen Absichten. Das Einzige, was kriminell ist, ist ein Verstoß. Und es ist ja ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Das heißt ja Verstoß. Das ist also im Grunde genommen, es ist Nebenstrafrecht, juristisch gesprochen. Und erst durch, sagen wir das Wegverhaftet, sogenannter seriöser Drogenhändler, den es um die Lieferung sauberer Ware in einem bestimmten sozialen Kreis ging, haben eigentlich andere Leute, angefacht durch völlig blödsinnige Vorabendserien im Fernsehen, in allen Kanälen, öffentlich-rechtlich wie privat, wo Drogenhändler in fetten Cadillacs und Oldsmobiles, in Cabriolet mit einer fetten Waffe und so einer dicken Brieftasche dargestellt werden, gedacht, da kann man mal eine schnelle Mahn oder einen fetten Euro mitverdienen. Tatsache ist, seit 1987 ist die Kriminalstatistik des Bundeskriminalamtes als Tabelle im Internet abrufbar, dass von inzwischen gut 2,5, bald 3 Millionen registrierten Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz insgesamt keine 5 Fälle bekannt geworden sind, wo mit einer Schusswaffe gedroht wurde und nicht ein einziger Fall registriert wurde, dass von einer Schusswaffe im Zusammenhang mit Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz inklusive Handel, Einfuhr nicht geringer Menge und ähnliches mehr, inklusive Handlung im Rahmen einer kriminellen Vereinigung, alles mit den Begriffen, nicht ein einziger Fall des Gebrauchs einer Schusswaffe. Das heißt, seit 1987, wo die Statistik vollständig vorliegt, öffentlich, nicht ein einziger Fall. Das heißt, die Drogenhändler sind nicht so kriminell, wie sie immer in den Medien dargestellt werden. Und das kann man aus amtlichen Statistiken herauslesen. Nicht im Begriff mit dieser Tatsache ist die sogenannte Beschaffungskriminalität. Das heißt, wenn einer, der sich abhängig gemacht hat von einem bestimmten Betäubungsmittel und sich Geld beschafft, um Betäubungsmittel zu erlangen und einen Raubüberfall macht, aber das ist in dem Fall kein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, sondern sind Straftaten zur Erlangung von Geld für den Drogenmittel, um die Mittel zu haben, um Betäubungsmittel zu erlangen. Aber auch diese Arten der Straftaten sind signifikant zurückgegangen, seitdem es eben Methadonprogramme gibt, seitdem es Heroinabgabeprojekte gibt und seitdem eben die medizinische Verbesserung wurde.